Demokratie bewahren, von der Konferenz zur Zukunft Europas Abstand nehmen. Verabredet ist es dazu, 39 Minuten zu debattieren. Norbert Kleinwächter hat das Wort für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Volksvertreter, was bedeutet eigentlich Demokratie? Demokratie bedeutet Volksherrschaft, bedeutet, dass das Volk, was zu entscheiden hat, über die Zukunft des Landes weiter mitentscheidet. Und in Bezug auf die Demokratie gab es in den letzten 10 Tagen wahrlich Bemerkenswertes. Am 15. Mai stimmten die Schweizer in einem Referendum, in einer direkten Volksabstimmung mit Ja, Nein über eine weitere Frontex-Beteiligung ab. Übrigens positiv, aber alle waren sehr informiert. Die Zeitungen berichteten, Plakate hingen überall, die Leute gingen zu den Urnen und sie entschieden mit. 6 Tage zuvor, am Europatag, verspürte Emmanuel Macron den nie dagewesenen Atem der Demokratie, und zwar bei der Schlusstagung der Konferenz zur Zukunft Europas. Jener Veranstaltung, die gleich am selben Tag eine Reaktion von 13 Mitgliedstaaten hervorrief, die in einer Erklärung, in einem Non-Paper sagten, also diese Schlussfolgerungen der Konferenz, die sind zwar ganz nett, aber bitte, wir wollen keine Vertragsänderungen und wir wollen auch keine EU-Verfassungen. Das ist nämlich das eigentliche Ziel dieser Konferenz zur Zukunft Europas. Und man kann diese Reaktion durchaus verstehen, denn die Schlussfolgerungen haben es absolut in sich. Da geht es darum, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen. Das bedeutet, wenn ein Land gegen etwas ist, wenn ein Land sagt, wir möchten das aber nicht auf europäischer Ebene haben, dann hat das genau null Wirkung nach diesen neuen Vorstellungen. Und auch die Demokratie selbst soll kahlgeschlagen werden. Die Menschen sollen ja gar keine direkten Abgeordneten mehr wählen, die sie kennen, sondern in transnationalen Listen sollen in quotierten Systemen nach Länderkategorien und Geschlechterquotierungen irgendwelche Leute einsortiert werden. Und dann werden diese Einheitslisten den Menschen präsentiert und die sollen dann eine Wahl treffen, die keine Wahl mehr ist. Das ist eine Verhöhnung der Demokratie. Und diese dann nicht mehr ordentlich gewählten Abgeordneten, die sollen dann über viel mehr Kompetenzen entscheiden. Denn Brüssel will ja viel mehr Kompetenzen haben. Sozialpolitik, Bildungspolitik, Verteidigungspolitik. Sie wollen gemeinsame Schulden aufnehmen. Sie wollen gemeinsame Steuern verhängen. Und das alles in einer EU-Verfassung verankern. Eine EU-Verfassung, die diese Koalition, und das muss man an dieser Stelle noch mal betonen, eindeutig für gut heißt. Sie haben in Ihrem Vertrag stehen, Sie wollen einen föderalen europäischen Bundesstaat. Das bedeutet im Umkehrschluss, Sie wollen keine demokratischen Entscheidungen mehr auf nationaler Ebene. Sie wollen nicht, dass die Bürger in diesem Land noch etwas zu sagen haben, wie es die Schweizer zum Beispiel in ihrem Land zu sagen haben. Und ein solches Projekt gab es ja schon mal. Es gab es 2005 und es ist krachend gescheitert an, ja, just der direkten Demokratie, damals zum Beispiel in Frankreich. Und deswegen gibt es ja auch das Konstrukt der Konferenz zur Zukunft Europas. Ursula von der Leyen hat in ihrer Agenda bereits damals ausgeführt, dass es eine Konferenz sein sollte, die, Zitat, eindeutige Ziele, die vorab im Parlament, im Rat und in der Kommission vereinbart wurden, umgesetzt werden sollten. Eindeutige Ziele, die vorab vereinbart worden sind, werden von der Konferenz abgestimmt, die aus, wen wundert es, auch nicht ganz repräsentativen Teilnehmern besteht. Es wurden 800 Teilnehmer für die Bürgerforen ausgewählt von einer Institution, die heißt Kantar, und die hat zufällig, angeblich zufällig, Funknummern angerufen, Mobilfunknummern. Und daraus entstanden dann diese Teilnehmer, die übrigens ein Emmanuel Macron als Vertreter genannt hat, aber sie vertreten ja niemanden außer vielleicht ihre eigene Meinung. Ja? Und diese Leute traten dann zusammen in Bürgerforen, wurden sofort in Ausschüsse eingeteilt, wurden vom Altieri-Spinelli-Institut für föderale Studien gebrieft.
was denn so wünschenswert wäre, hatten schöne Thesenpapiere vor sich liegen auf dem Tisch und wurden dann direkt nach dem Briefing gefragt, sag mal, welche These, das haben Teilnehmer in Ausschüssen berichtet, in unserem EU-Ausschuss, wie Sie sich erinnern, Herr Kollege, und Sie haben es berichtet außerdem in anderen Ausschüssen, zum Beispiel im EP oder auch in den Landtagen. Diese Meinungen gibt es mehrfach, werter Herr Kollege. So, und die haben dann diese Thesenpapiere gehabt, sollten daraus plötzlich auswählen unter deutlichem Einwirken auch ihre Ausschussvorsitzenden und daraus wurden dann Schlussfolgerungen. Und es gab natürlich auch noch dieses Online-Forum, wo angeblich Millionen Bürger sich beteiligen konnten. 53.000 registrierte Teilnehmer waren es letztendlich. Im Migrationsbereich waren mit die häufigsten Forderungen. An zweiter Stelle beispielsweise, dass man endlich mal keine neuen Migranten ins Land lassen sollte. Und an vierter Stelle, dass man straffällig gewordene Asylbewerber endlich mal abschieben sollte. Aber keine dieser Forderungen fanden sich in den Abschlussschlussfolgerungen. Klar, sie hätten ja nicht gepasst. Meine Damen und Herren, diese Konferenz zur Zukunft Europas, sie hat einen wahrlich schlechten Atem, denn sie ist eine Perversion dessen, was Demokratie bedeutet. Sie ist eine Perversion dessen, was direkte oder repräsentative Demokratie sein sollte. Und deswegen haben wir vier Forderungen. Erstens, die Regierung sollte diese Forderungen ganz klar ablehnen und auch die Schlussfolgerungen. Zweitens, wir müssen diese Finanzierung, die Kosten offenlegen, die damit in Verbindung gewesen sind. Drittens, auch die Teilnehmer gehören offengelegt. Denn ganz viele von denen waren rein zufällig Mitglieder entsprechender NGOs. Haben Sie herzlichen Dank. Der Kollege Axel Schäfer spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war die Geschichte der Zukunftskonferenz vom Hörensagen. Jetzt möchte ich als einer von Ihnen gewählten beiden Teilnehmer dieses Parlaments zusammen mit Gunter Kriechbaum berichten, wie es tatsächlich war. Wir haben hier nämlich zum ersten Mal den Versuch unternommen, europäische Demokratie anders zu gestalten als bisher. Bisher hieß europäische Demokratie die Dominanz von Regierung und ein europäisches Parlament, was um seine Rechte kämpft. Wir haben gesagt, es ist notwendig, dass wir eine Balance schaffen zwischen den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und den Mitgliedern des nationalen Parlaments, wenn wir über die Zukunft Europas reden. Und mehr noch, wir müssen neue Formen entwickeln, wie wir Bürgerinnen und Bürger beteiligen, ohne dass wir die repräsentative Demokratie quasi komplett durch eine direkte Demokratie ersetzen. Das war ein neues Verfahren. Und dieses neue Verfahren hat gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die gefragt wurden, das Verfahren wurde ja alles, Herr Kleinwächter, im Ausschuss erklärt, dass die gesagt haben, wir machen da mit. Einige haben allerdings, die gefragt wurden, gesagt, wir machen nicht mit. Und dann haben wir einen Prozess gestartet. Und dieser Prozess zeigte, dass zwischen denen, die als Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal auch mit bestimmten institutionellen Fragen befasst waren, und denen, die das qua Wahlamt schon gemacht haben, dass da Spannung gibt. Und deshalb war es notwendig, diese Spannungen auch offen auszutragen, auch auszuhalten. Und Demokratie ist eine Frage der Beteiligung und der Zeit. Dass man das, was man diskutiert, fixiert und ändert und Vorschläge macht und vielleicht auch wieder verwirft. Und zum Schluss zu fragen, können wir, manchmal bei allgemeinen, manchmal auch bei sehr konkreten Punkten, können wir hier eine Übereinstimmung erreichen? Und weil der Weg das Ziel einer Demokratie ist, haben wir tatsächlich an dem 9. Mai ein Ziel erreicht. Und dieses Ziel war das Dokument, was Ihnen jetzt vorliegt, was für uns, und da möchte ich mich vor allen Dingen drauf kaprizieren, was für uns im Parlament, hier auf nationaler Ebene wie im Europäischen Parlament halt tiefgreifende Änderungen haben konnte. Der erste Punkt ist dabei, wir wollen, auch wir als Abgeordnete hier der nationalen Parlamenten, wollen, dass das Europäische Parlament gestärkt wird durch ein Initiativrecht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gleichberechtigt als Europäisches Parlament. Wir wollen als zweitens, dass die Möglichkeiten bei der Wahl, angefangen von Briefwahl bis hin zu dem, was die Digitalisierung ermöglicht, dass die verbessert wird, damit mehr Bürgerinnen und Bürger auch die Chance wahrnehmen können, tatsächlich zu wählen. Und wir wollen auch, dass
was sich langsam entwickelt hat, mal von 25, 21, jetzt 18. Wir wollen das Wahlrecht dahingehend ausweiten, dass auch junge Menschen, also noch jüngere bis 16, dass die bereits zur Wahl gehen können. Das wäre aus unserer Sicht ein großer Fortschritt für die Weiterentwicklung der Demokratie, denn Sie sind die Zukunft dieser Demokratie. Und wir wollen natürlich auch, weil das Europäische Parlament wird auf nationaler Ebene gewählt, an 2, 3 gemeinsamen Tagen, aber es wird hinterher nicht national konstituiert durch eine Fraktion Deutschland oder Frankreich oder Italien, sondern es wird eben konstituiert in politischen Fraktionen. Und das wollen wir beim Wahlrecht, Stichwort transnationale Listen, auch zum Ausdruck bringen, damit klar ist, wer in Deutschland SPD wählt, der kriegt in Europa auch die Partito Democratica in Italien. Und wer CDU wählt, der bekommt eben andere christdemokratische Parteien, genauso wie vielfältige Grüne, wie Liberale oder auch wie linke Parteien. Das muss an der Stelle deutlich werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil es ja hier um Bürgerbeteiligung geht, ja, wir wollen auch die Chance eines europaweiten Referendums. Und das Schweizer Beispiel ist angesprochen worden, aber wenn man schon Beispiele anspricht, dann muss man sie auch kennen. Wir wollen das genau in Europa so handhaben, nämlich ein europaweites Referendum würde bedeuten, am selben Tag in allen Ländern alle Bürgerinnen und Bürger gefragt, und dann wird gemeinsam und getrennt ausgezählt. Es wird erst einmal getrennt ausgezählt, natürlich nach Staaten. Und dann werden wir gucken, ob die Addition dieser Staaten auch eine Mehrheit ergibt. Und in der Schweiz heißt das ganz einfach: Wenn es eine Mehrheit auf Bundesstaatsebene gibt und eine Mehrheit in allen Kantonen, dann ist das Referendum angenommen. Und ich finde, das ist auch gut so. Und wir haben damit auch gelernt, auf dem, was dem Verfassungsvertrag eben nicht gelungen ist. Beim Verfassungsvertrag haben 2 Länder dafür, nämlich Spanien und Luxemburg, und 2 Länder dagegen gestimmt, nämlich Frankreich und den Niederlanden. Nimmt man jetzt die Stimmen zusammen, wird man feststellen, die Ja-Stimmen in den 4 Ländern für die europäische Verfassung waren mehr als die Nein-Stimmen, ein Punkt, den mein Vorredner einfach verschwiegen hat. Und das Ergebnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen für 2024 Europa demokratisch weiterentwickeln, so wie es auch unsere Verfassung uns vorgegeben hat, dass wir nämlich als Deutsche gleichberechtigt in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Das ist heute wichtiger denn je. Wer das AfD-Wahlprogramm liest, da steht drin, wir wollen den Austritt aus der EU. Genau das wollen weder Christdemokraten noch Liberale noch Grüne noch Linke noch Sozialdemokraten, und das eint uns hier in diesem Hause. Das Wort hat der Kollege Alexander Radwan für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Titel ist die Zukunft Europas, die Konferenz, über die sich der Herr Kleinwächter hier so, ich weiß gar nicht, wie er sich echauffiert hat, eigentlich nur für seine Aufzeichnung, die für ihn wichtig ist, weil auf was soll man denn neidisch sein da? Letztendlich muss man da weitermachen, wo der Kollege aufgehört hat. Und um was es Ihnen geht. In Ihrem Wahlprogramm steht drin, der Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Ihnen geht es ja gar nicht um die Zukunft Europas. Und wie die Konferenz abgelaufen ist oder nicht, es ist Ihnen doch völlig wurscht. Ihr Ziel ist der Nationalismus in Europa. Und Sie haben hier Anfang Januar, Ende Januar, als absehbar war, was in der Ukraine passiert ist, Herr Kleinwächter, haben Sie hier gesagt, Europas Zukunft wird nur dann blühend sein, wenn diese Europäische Union keine Zukunft hat. Dort wollen Sie hin. Sie wollen in den Nationalismus Ihrer politischen Vorbilder zurück. Sie wollen in die Zeit zurück, die Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Sie wollen in die Zeit zurück, wo die Völker Europas aufeinander losgegangen sind. Das ist Ihre Politik und nichts anderes. Und das müssen wir hier den Leuten sagen. Sie machen ja nur Riesenklamauk hier. Und darum werde ich jetzt auf das, was Sie in Ihrem Antrag gestellt haben, das meinen Sie ja selber gar nicht ernst, was da drin ist, auch gar nicht eingehen, sondern, meine Damen und Herren, es ist die 2. europapolitische Debatte, die wir heute haben nach der Regierungserklärung.
Und darum geht es in diesen Tagen, wo wir wieder Krieg in Europa haben, darum, wie es mit dieser Europäischen Union weitergeht. Und ich hätte mir eigentlich vom Bundeskanzler heute Vormittag erwartet, dass er ein bisschen mehr Antworten gibt zu den drängenden Fragen, die wir gerade haben. Die ist er leider schuldig gewesen. Ich hatte das Gefühl, die Zeitenwende ist nach 81 Tagen beendet. Das wäre sehr, sehr schade. So, wir haben auf der einen Seite die Erweiterung. Da haben wir die 6 Staaten auf den Westbalkan. Wir haben die 3 Staaten, Ukraine, Georgien, Moldawien. Und das, was heute hängen geblieben ist, ich habe es mir vorhin in den Nachrichten angeschaut, war die deutsche Absage an die Mitgliedschaft. Meine Damen und Herren, das, was wir brauchen, ist kein Fast Track. Das, was wir nicht brauchen, ist ein schneller Beitritt. Aber das, was wir brauchen, ist eine solide Perspektive für diese Staaten, wie sie zukünftig im Kreise der Demokratien, dort, wo die Staaten Menschenrechte haben, dort, wo der Frieden herrscht, ein Stück weit eine Perspektive bekommen. Da müssen wir auch über Modelle nachdenken, die wir gemeinsam entwickeln, meine Damen und Herren. Diese Antwort ist heute der Kanzler schuldig geblieben. Wir brauchen eine Antwort, die dann möglicherweise auch ist für die Türkei oder vielleicht wieder für eine Rückkehr Großbritanniens, die sagen, ein weniger von dem, was wir hatten, ist auch eine Perspektive. Das Zweite, meine Damen und Herren, und das hat Macron angesprochen, und auch da fehlt die Antwort. Und er hat zwar die deutsch-französische Partnerschaft heute angesprochen, sehr positiv. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass es eine eigene deutsche Position daneben gab, ist die Handlungsfähigkeit Europas. Die Strukturen der Europäischen Union in der jetzigen Form ist schon überfordert mit den 27 Staaten. Und wir merken es ja bei den Fragen der Sanktionen. Wir merken es bei der Frage der Flüchtlinge, wo ein Staat alleine auf der Bremserrolle stehen kann. Wir brauchen eins, und das war das Schäuble-Lammert-Papier, ein Europa der konzentrischen Kreise, dass dort, wo Staaten der Meinung sind, wir wollten ein Stück weit weiter voranschreiten, diese Möglichkeit bekommen und nicht von dem Langsamsten im Bunde entsprechend gebremst werden. Wenn das, was an Erweiterung vor der Tür steht, reden wir nicht von 27, sondern wir reden von 36 Staaten. Dafür ist die Europäische Union jetzt nicht strukturiert, und dafür brauchen wir eine entsprechende Veränderung, Basis, um sie handlungsfähig zu machen. Und das Dritte, meine Damen und Herren, ist, Europa ist die Antwort auf die globalen Herausforderungen. Und wir erleben es gerade in der Ukraine-Krise, in dem Krieg, den wir jetzt haben. Ohne Amerika wäre Europa überfordert. Wir brauchen hier eine gemeinsame Stoßrichtung, eine gemeinsame Antwort, dass wir für die Sicherheit auf diesem europäischen Kontinent selber sorgen können, dass wir mit dem Welthandel diversifizieren können. Da wäre es natürlich schon schön, wenn man mit Katar auf der einen Seite verhandelt, endlich mal auch mit CETA vorankommt. Und wir wissen auch, die internationale Herausforderung von Klima, Energie, Technologie, Innovation, der Wirtschaft können wir nur europäisch beantworten. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Dafür brauchen wir eine entsprechende europäische Antwort. Und darum brauchen wir nicht wie die AfD keine Europäische Union, die den Kontinent in die Bedeutungslosigkeit bis hin wieder in den Krieg führen würde. Aber wir brauchen einen Kanzler, der hier auf europäischer Ebene führt, entsprechende Perspektive gibt und dafür sorgt auch, dass diese Europäische Union sich jetzt zeitnah gut entwickelt. Besten Dank für die Möglichkeit, aufgrund dieses Antrages das hier mal sagen zu können. Das Wort geht an Dr. Anton Hofreiter für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Antrag, den man sich anschauen kann, und die Rede, die man sich anhören konnte, ist ein typisches Beispiel dafür, wenn die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung einem nicht passen, aus inhaltlichen Gründen, dann erfindet man irgendwelche Verschwörungsmythen, warum diese Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht die richtigen Bürgerinnen und Bürger sind. Da überlegt man sich was, schreibt irgendwas zusammen, anstatt einfach mal zu akzeptieren, die Bürgerinnen und Bürger, die große Mehrheit unserer Bevölkerung, denkt einfach schlichtweg anders wie Sie. Akzeptieren Sie es, nehmen Sie es an, denken Sie drüber nach und ändern Sie endlich Ihre Meinung. Aber wir wollen sozusagen nicht weiter über die Verschwörungsmythen einer kleinen Gruppe und zum Glück immer kleiner werdenden Gruppe hier sprechen, sondern wir wollen über die Zukunft Europas sprechen. Und das Schöne an den Ergebnissen dieser Konferenz ist,
dass die Bürgerinnen und Bürger sich richtig kluge Gedanken gemacht haben. Wie können wir Europa souveräner gestalten? Wie können wir Europa handlungsfähiger gestalten? Wie können wir dafür sorgen, dass die Europäische Union die großen Zukunftsaufgaben angehen kann? Und da gibt es ja viel zu tun. Also wenn man sich anschaut, was allein für Herausforderungen durch den verbrecherischen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine auf uns zukommt, wie schwer wir uns gerade tun, damit ein sechstes Sanktionspaket auf den Weg zu bringen. Und warum tun wir uns schwer? Weil Ungarn blockiert. Ungarn, das große Schwierigkeiten hat mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Freiheit der Meinungsäußerung und arg nah an Putin dran ist. Europa wäre einfach viel handlungsfähiger, wenn das, was die Bürgerinnen und Bürger uns ins Stammbuch geschrieben haben, nicht Mehrheitsentscheidungen bereits umgesetzt wären, nämlich nur mit Stärke, Klarheit und Handlungsfähigkeit beeindruckt man einen Diktator wie Putin. Und deshalb würde uns das helfen in der jetzigen Krise. Und deshalb setzen wir alle Kraft dran, dass wir die Ideen umsetzen. Und dann, das Allerabsurdeste ist ja, wenn es heißt, es ist keine Demokratie mehr, wenn auf europäischer Ebene direkt gewählte Abgeordnete das Initiativrecht bekommen und das direkt gewählte Europäische Parlament was entscheidet. Wissen Sie, ich war mal Gemeinderat und der Gemeinderat in einem kleinen Ort mit 6.000 Einwohnern. Und dieser Gemeinderat, also der konnte völlig demokratisch abstimmen, obwohl wir Teil eines Landes sind, obwohl wir Teil eines Bundes sind und obwohl wir Teil der europäischen Ebene sind. Also diese Behauptung, nur weil es eine Ebene drüber gibt, ist in der Ebene drunter die Demokratie verschwunden, die ist doch wirklich völlig absurd. Und die müsste selbst so jemand wie Ihnen einleuchten, dass das absurd ist. Aber in der Europäischen Union gibt es, und ich finde, dieses Bonmot ist sehr treffend, nur kleine Länder und Länder, die noch nicht verstanden haben, dass sie angesichts der Herausforderungen kleine Länder sind. Ich glaube, langsam begreifen alle europäischen Länder, dass sie kleine Länder sind im Vergleich zu den Herausforderungen Klimakrise, Herausforderungen für die Demokratie durch autokratische, aber ökonomisch erfolgreiche Staaten wie zum Beispiel China oder, was wir gerade bereits erwähnt erleben, was Russland treibt. Und Russland hat ja nicht nur die Ukraine angegriffen. Russland stiftet Unruhe in Georgien. Russland stiftet Unruhe in der Republik Moldau. Russland stiftet Unruhe in ganz Südosteuropa. Und deshalb sind diese Vorschläge der Zukunftskonferenz, werden nicht nur Europa stärker machen, je mehr wir davon umsetzen, sondern es wird uns leichter machen, die Europäische Union zu erweitern. Denn manchmal sind ja manche hier bei uns nicht ganz zufrieden mit dem Zustand der Europäischen Union. Und man kann auch noch vieles verbessern. Da gibt es ja, wie gesagt, gerade sehr viele Vorschläge von der Zukunftskonferenz Europa. Aber man schaue sich mal an, unsere Nachbarstaaten, für die ist die größte Hoffnung, dass sie endlich Mitglied der Europäischen Union werden können. Wenn man sich anschaut, was sich die Menschen in Albanien wünschen, was sich die Menschen in Nordmazedonien wünschen, was sich die Menschen in Georgien wünschen, was sich die Menschen in der Republik Moldau wünschen, was sich die Menschen in der Ukraine wünschen. Die wollen alle Mitglied der Europäischen Union werden. Und das zeigt uns doch, wie attraktiv diese Europäische Union ist, was wir da geschaffen haben. Aber selbstverständlich darf man sich da nicht darauf ausruhen, auf dem, was wir geschaffen haben. Und deshalb gibt es Hunderte von Verbesserungsvorschlägen. Einer der wichtigsten haben wir schon angesprochen, die Einführung des Mehrheitsprinzips. Und dann gibt es immer Geschrei, dass, wenn es eine qualifizierte Mehrheit ist, dass es nicht mehr demokratisch sei. Also ich weiß nicht. Also wir hier stimmen auch selten komplett einstimmig ab. Und das Mehrheitsprinzip ist halt auch gar nichts so Ungewöhnliches. Auch im Bundesrat, wo zum Beispiel 16 Bundesländer sitzen, auch da stimmen wir mit dem Mehrheitsprinzip an. Und ich habe manche Kritik aus meinen Erfahrungen mit dem Bundesrat am Bundesrat. Aber die stimmen nach Mehrheitsprinzip an. Und die Europäische Union, der würde das
auch gut tun, wenn wir mehr mit Mehrheitsprinzip abstimmen würden. Und ich sehe da wirklich kein Problem für die Demokratie. Ich sehe ein Problem, wenn wir die Europäische Union nicht fortentwickeln. Aber wir werden sie fortentwickeln, wir werden Herr sie Kollege. Stärker machen. Und wir können uns darauf verlassen, dass die Europäische Union einer der Garanten ist für Frieden, Herr Fortschritt und Zukunft. Kollegen. Vielen Dank. Unser Kollege Alexander Ulrich spricht zu uns für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum x-ten Mal in den letzten fast 5 Jahren erleben wir hier Anträge der AfD zur Europäischen Union, die man eigentlich umschreiben kann. Es ist gefordert der Dexit für Deutschland. Sie wollen raus aus der Europäischen Union. Das unterscheidet uns wirklich fundamental von allen anderen Fraktionen hier im Haus. Ja, Europa hat Verbesserungspotenzial. Ja, auch wir, Axel, seit 17 Jahren sind wir fast gemeinsam im Europaausschuss des Bundestags. Auch wir haben sehr viel Kritik am Zustand der Europäischen Union, aber haben nie in Frage gestellt, dass wir Deutschland als Mitglied der Europäischen Union sehen und wir Verbesserungen brauchen bei der Wirksamkeit, bei der Politik der Europäischen Union, aber haben nie die Europäische Union in Frage gestellt wie die AfD. Die AfD würde, wenn sie sich durchsetzt, was ja nicht der Fall ist, würde Millionen Arbeitsplätze in Deutschland gefährden, wenn das tatsächlich Programm wäre. Noch einmal, die AfD ist eine Schande für Deutschland, aber keine Alternative. Und ich sage auch, ja, man kann sich immer darüber Gedanken machen, wie sind die Personen ausgewählt worden. Aber entscheidend sind doch die Vorschläge, die gemacht worden sind. Und wir als Linke haben uns die konkreten Vorschläge angeschaut, die gemacht worden sind. Und ich muss schon sagen, einer unserer Kritikpunkte war doch in der Vergangenheit als Linke, dass wir gesagt haben, Europa ist zu wenig sozial. Die Wirtschaftsinteressen haben zu viel Vorrang. Bankeninteressen, Finanzinteressen haben zu viel Vorrang. Das soziale Europa kommt zu schwach. Wenn man sich jetzt mal die Vorschläge anschaut, die gemacht worden sind, da sind viele gute Dinge dabei. Vollständige Umsetzung der sozialen Säule, europäische Mindestlöhne, einheitliches Gesundheitssystem, Verbesserung des Gesundheitssystems, bessere Bildungschancen für die Jugend und so weiter und so weiter. Alles Vorschläge, die wir als Linke vollständig auch unterschreiben würden. Deshalb sagen wir, entscheidend ist nicht sozusagen, dass man das kritisiert, wenn er sich zusammengesetzt hat. Entscheidend ist für uns, was von diesen Vorschlägen jetzt umgesetzt wird. Und das muss doch jetzt passieren. Was wird von diesen Vorschlägen umgesetzt? Und da haben wir unsere großen Bedenken. Und Herr Radwan, wenn schon Herr Griesbaum nicht reden soll oder reden darf, obwohl er von uns bestimmt worden ist in dieser Konferenz heute Abend, dann hätten Sie die Chance gehabt, mal darüber zu reden, was will die Union mit unterstützen bei der Umsetzung. Und Sie machen hier nur eine Verlängerung der Regierungserklärung von heute Morgen. Das ist auch ein bisschen zu wenig. Und ich will auch noch mal sagen, Europa hat viel Porzellan zerschlagen. Und was nie mehr passieren darf, ist bei einer Europawahl, dass wir reingehen mit der Diskussion, die stärkste Partei stellt den EU-Kommissionspräsidenten oder Präsident, und dann kommt am Schluss was ganz anderes raus. Also wenn wir das Wahlrecht verändern mit Spitzenkandidaten, dann muss am Schluss auch klar sein, dass die stärkste Fraktion auch den Kommissionspräsidenten stellt. So etwas darf nie mehr passieren wie bei der letzten Bundestagswahl, und hat die Union und Kanzlerin Merkel auch ihren Anteil daran gehabt. Was wir auch brauchen, ist tatsächlich mehr Umsetzung dieser Vorschläge. Wir brauchen auch einen Ausbau der Europäischen Bürgerinitiative. Und auch wir sind dafür, Axel, wir brauchen auch mehr europäische Volksentscheide. Herr Kollege. Die müssen umgesetzt werden. Das wäre eine Konsequenz dieser Konferenz. Dafür macht die Linke gerne mit. Vielen Dank. Dr. Ann-Veruschka Jurisch hat das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin Mutter von 3 Söhnen, die sind 8, 14 und 18 Jahre alt, und ich liebe sie sehr. Wir sind eine ganz normale Familie, die im ganz normalen Wahnsinn eines Familienalltags lebt, und Sie wissen wahrscheinlich auch, was ich damit meine. Wir verhandeln und streiten immer wieder über dieselben Themen. Wer hilft wann und wie im Haushalt mit? Wie viel Bildschirmzeit am Tag ist vertretbar? Wie viel Taschengeld ist für beide Seiten akzeptabel? Wir ringen um gemeinsame Lösungen, wie wir unsere Zukunft gestalten und weiterentwickeln wollen. Das ist mühsam, das ist nervig, aber nötig. Und für uns als Familie am Ende lohnend. Und so ist es auch mit der Europäischen Union.
Im Falle der Europäischen Union sind diese Diskussionen zur inneren Weiterentwicklung auch existenziell. Gerne möchte ich mit Ihrer Erlaubnis hier Robert Schuman, Gründungsvater des Vereinten Europas, zitieren. Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Schuman fühlte in den Jahren nach dem Krieg das Trauma der deutsch-französischen Feindschaft im Nacken und sah vor sich das Auseinanderfallen Europas in West und Ost. Heute herrscht auf dem europäischen Boden Krieg. Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, gegen unsere freiheitlichen europäischen Werte. Wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht nationalstaatlich isoliert bewältigen. Verteidigungsfähigkeit, Dekarbonisierung der Wirtschaft, Sicherung von Lieferketten, Rohstoff- und Energiesicherheit. Um diese Herausforderung zu bewältigen, muss die Europäische Union immer besser werden, effektiver, transparenter, bürgernah. Anfang dieses Jahres durfte ich meine erste Rede im Deutschen Bundestag zur Konferenz zur Zukunft Europas sprechen. Bürgerinnen und Bürger haben sich mit viel persönlichem Engagement mit Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Europäischen Union eingebracht. Der Abschlussbericht der Konferenz atmet den großen Wunsch der Menschen, die Europäische Union noch effektiver, transparenter und bürgernäher zu machen. Und in Richtung der AfD will ich hier sagen, wer einerseits das Europaparlament wegen angeblichem Demokratiedefizit abschaffen will und andererseits aber die direkte Demokratie bei uns einführen will, dem müsste doch eigentlich bei diesem extrem bürgernahen Ansatz auch wenigstens ein bisschen das Herz aufgehen. Aber selbst das schaffen Sie nicht. Stattdessen setzen Sie hier in maximal gehässiger Weise Verschwörungstheorien in die Welt. Ihr Antrag ist scheinheilig und zynisch. Lassen Sie mich hiermit zum Abschlussdokument der Konferenz zurückkommen. Die Fülle der Vorschläge zeigt, die EU ist noch nicht perfekt. Wie in einer Familie sollten wir uns deshalb der Debatte stellen und die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger mehr als dankbar aufgreifen, und zwar ohne Schere im Kopf. Deswegen darf auch die Einberufung eines Verfassungskonvents kein Tabu sein. Als Freie Demokratin setze ich mich dafür ein, dass der von der Konferenz zur Zukunft Europas ausgelöste Prozess auch in Richtung eines Verfassungskonvents weitergeht. Und ich bin unserem Bundeskanzler Olaf Scholz sehr dankbar, dass er sich heute Morgen hier in diesem Haus mit allem politischen Gewicht für eine europäische Reform an der Seite zusammen mit der Frankreich ausgesprochen hat. Und ich bitte Sie und uns alle hier im Bundestag, lassen Sie uns europapolitische Vorhaben sehr aktiv und aufmerksam begleiten, ganz besonders jetzt auch die Ergebnisse der Konferenz. Denn es geht um unsere Zukunft. Die Europäische Union ist unsere strategische Zukunftsfähigkeit und Resilienz. Die Europäische Union ist unser gegenseitiges Versprechen für Frieden und unsere Hoffnung auf Frieden in ganz Europa. Die Europäische Union ist unsere Freiheit. Lassen Sie uns daher jetzt mit aller Kraft und Überzeugung den jetzt angestoßenen Reformprozess der Europäischen Union unterstützen. Herzlichen Dank. Matthias Helfferich hat jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. 800 Dunkelmänner, intransparente Entscheidungsprozesse, gelenkte Willensbildung. Wenn die Europäische Union zur Konferenz zur Zukunft Europas einlädt, dann betreibt sie Demokratiesimulation zu Lasten der Souveränität europäischer Völker. Die EU institutionalisiert ihr Grundverständnis, die Entrechtung und Abwehr echter demokratischer Mitsprache, echter demokratischer Teilhabe. Ihr Ziel ist es letztlich, ungehemmten Machtzuwachs zu generieren, der euphemistisch dann auch von Ihnen allen als Integration definiert wird. Zu Ihrer Legitimation dienen diesmal die postdemokratischen Pappkameraden als Konferenzteilnehmer. Postdemokratie beschrieb der Linke, das war noch ein richtiger Linker, Kapitalismuskritiker Jacques Rancière als formelle Demokratie ohne Demos.
Die Völker übernehmen keine Verantwortung mehr. Sie werden geführt, dürfen sich aber frei fühlen. Doch es gibt den Widerspruch zu Postdemokratie, zu Entmündigung und auch zur Vermassung, den Widerspruch zu Multikultur und Vereinheitlichung. Und es gibt diesen Widerspruch, und das sind wir, Europas Patrioten und Souveränisten. Wir stehen für das, was Sie und die EU-Eliten durch die Konferenz verstummen lassen wollen. Die Liebe zum eigenen und zur Vielfalt der europäischen Lebensordnung, die Souveränität und Selbstbestimmung der Völker unseres Kontinents, echte Freiheit. Und wenn ich höre, dass die Nation, Nationalstaatlichkeit, hier diffamiert wird als Hort der Unfreiheit, dann ist es Quatsch. Ohne Nation keine Freiheit und auch keine Demokratie. Und selbst wenn Sie sich das herbeisehen und Ihre Satrapen in den Medienhäusern dies herbeischreiben, der Geist unserer europäischen freiheitlichen Sammlungsbewegung, der Wille unserer europäischen Gegenkultur wird nicht verstummen. Dies wird keine postdemokratische Konferenz schaffen, keine EU, kein Medienkonzern. Souveränisten und Patrioten in Europa verlieren zusammen, vielleicht wie in Frankreich, aber sie werden auch wieder gewinnen, da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Tilman Kuban spricht jetzt zu uns für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich ausgerechnet die AfD Sorgen um die Transparenz in politischen Prozessen macht, hat mich dann ehrlicherweise überrascht. Ausgerechnet eine Partei, die die Zivilbevölkerung und die freie Presse gerne regelmäßig von ihren Parteitagen ausschließt, möchte uns eine Nachhilfestunde in Demokratie geben. Kann man sich nicht ausdenken, muss man live erleben. Dass Sie als Partei von gestern, die im Gestern lebt, im Gestern denkt und Meinungen von gestern vertritt, nichts mit einer Zukunftskonferenz anfangen kann, hat mich dann durchaus nicht überrascht. Allerdings, Herr Kollege Ulrich, spielen Sie sich ja eben gerade noch hier auf als Verfechter des großen europäischen Parlamentarismus. Ich möchte Sie kurz erinnern, dass es doch Ihre Parteifreunde gewesen sind, die damals den Wahlsieger Manfred Weber im Europäischen Parlament verhindert haben, dass er nämlich Präsident der Europäischen Kommission wird. Das Parlament, das Europäische Parlament, hat an diesem Tage sich selbst besiegt. Auch das war kein Ruhmesblatt für die europäische Parteiendemokratie. Aber weil in dieser Debatte relativ wenig es um die wirkliche Zukunft Europas ging, will ich gerne zum Abschluss noch einmal zwei, drei Punkte nennen, wie für mich die Zukunft Europas aussieht. Denn seit dem 24. Februar ist unsere Welt eine andere. Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist für uns alle klar, auch Europa muss sich verändern im Kampf der Systeme zwischen Demokratie und Diktatur, um in diesem Kampf zu bestehen. Dabei darf Europa sich nicht länger mit dem Klein-Klein beschäftigen, sondern es muss unser Motto lauten: Make Europe bigger in big things and smaller in small things. Denn nur wenn wir uns in den nächsten Jahren weniger um Dämmstoffverordnungen und viel mehr um geopolitische Einflusssphären kümmern, dann wird sich auch die weitreichende Entscheidung am Ende auch zu unseren Gunsten entscheiden. Sind wir am Ende Spielball zwischen den Mächten oder sind wir selbstbewusster Player auf dem Spielfeld? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein klarer Spielfeldplayer sein sollen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Europäische Union größer werden muss. Dass wir die Staaten des westlichen Balkans, die Moldau, die Georgier, aber auch eben die Ukraine, dass wir ihnen einen Kandidatenstatus und eine Beitrittsperspektive aufzeigen sollten. Gerade bei den Ukrainern gilt, dass wir den tapferen Soldatinnen und Soldaten, den tapferen Kämpfern vor Ort, genauso wie den Menschen, die zu uns geflüchtet sind, ein klares Signal senden. Wir werden dieses Land wieder aufbauen und wir wollen, dass die Ukraine in Zukunft ein freier, ein unabhängiger, ein europäischer Staat ist. Und deswegen haben sie eine Zukunft in der Europäischen Union verdient. Und dafür braucht es am Ende eben auch Reformen innerhalb der Europäischen Union klarzumachen, dass wir im Zweifel auch unterschiedliche Stufen der EU-Integration haben mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten.
Und zum Abschluss möchte ich gerne noch auf die Geowirtschaftspolitik eingehen. Denn ausgerechnet die Exportnation Deutschland ist zum Bremser des freien Welthandels geworden. Während wir noch als starke Industrie- und Handelsmacht uns feiern, sind es längst andere, die die Standards setzen, weil wir diejenigen sind, die Angst davor gehabt haben, Angst vor einem Chlorhühnchen und deswegen nicht die größte Weltwirtschaftszone mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen geschaffen haben. Stattdessen waren es die Chinesen, die mit dem pazifischen Freihandelsabkommen uns zuvorgekommen sind. Und deswegen sage ich Ihnen auch mit Blick in die Zukunft, lassen Sie uns einen neuen Vorstoß wagen. Lassen Sie uns einen Vorstoß wagen für ein Freihandelsabkommen mit den Demokratien der Welt, was auch ein Angebot macht an die Staaten in Afrika, an die Staaten in Lateinamerika. Unsere Blaupause wäre dafür das CETA-Abkommen, und das liegt zur Ratifizierung vor mit dem liberalen und diversen Kanada. Das sollten wir gemeinsam nutzen und gemeinsam den Blick nach vorne geben. Und deswegen sage ich Ihnen, das wären einige Themen gewesen, die hätte man heute diskutieren können. Sie haben uns ein Papier vorgelegt, das es nicht wert war, auf dem es stand. Wir brauchen diese Debatten im Parlament, aber nicht Ihre wilden Verschwörungstheorien. Vielen herzlichen Dank. Johannes Schraps gibt seine Rede zu Protokoll. Dafür herzlichen Dank. Damit ist die Aussprache geschlossen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1868 an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9.